Die Deutsche Burschenschaft ist ja ein Dachverband von vielen kooperationsstudentischen Dachverbänden, ein relativ großer Dachverband. Ihre besonderen Kennzeichen sind, dass sie ein politischer Dachverband ist. Sie ist ein Verband von Männerbünden. Außerdem ist der Verband fakultativ schlagend und farbentragend. Und was heißt das jetzt in Abgrenzung zu den anderen burschenschaftlichen Dachverbänden oder studentischen Verbindungsdachverbänden, die es gibt? Nun, wir haben außerdem als relativ große Verbände die Verbände der katholischen Studentenverbindungen. Die unterscheiden sich dadurch, dass sie nicht explizit politisch sind, dem Selbstverständnis nach, dass sie nicht schlagend sind. Und da gibt es unterschiedliche, manche von denen sind farbentragend, manche nicht farbentragend. Jetzt gibt es in dem Dachverband Deutsche Burschenschaft nun Streitigkeiten um die Zulassung von sogenannten Nichtdeutschen in Verbindungen. Seitdem ist das Thema auch wieder vermehrt im öffentlichen Diskurs zu finden. Können Sie die aktuellen Entwicklungen im Verband kurz skizzieren? Ja, zurzeit tagt ja der Burschentag in Eisenach. Das ist sowas wie die jährliche Jahreshauptversammlung des Gesamtverbandes und da sind Unterlagen vorab an die Presse gekommen, aus denen hervorging, dass die Deutsche Burschenschaft dort Anträge verhandeln wollte, in denen unter anderem gefordert wurde, eine Mannheimer Burschenschaft aus dem Verband auszuschließen, weil sie ein Mitglied hat, das keine deutschen Eltern hat. Und das ist von der Presse sehr kontrovers aufgenommen worden, hat dann auch dazu geführt, dass in der Deutschen Burschenschaft wohl heftig gestritten worden ist, jedenfalls wenn man den Pressemitteilungen Glauben schenkt, im Gefolge dieser Antrag auch zurückgezogen worden ist, was aber nicht bedeutet, dass die Diskussion vom Tisch ist. Wie wollte man festmachen, dass der Student aus Mannheim ein Nichtdeutscher ist in diesem Fall? Also der Hintergrund ist, dass ein Gutachten des Rechtsausschusses der Deutschen Burschenschaft vorliegt, mit der Bitte um Interpretation der Satzung der Deutschen Burschenschaft, um die Frage der Aufnahmekriterien. Und dieses Rechtsgutachten stellt fest, dass aus dem Sachverhalt, dass sich die Deutsche Burschenschaft in der Satzung zum deutschen Vaterland als der geistig-kulturellen Heimat des deutschen Volkes bekennt, wobei sie unter dem deutschen Volk eine Abstammungsgemeinschaft versteht, aufgrund dieses Bekenntnisses es notwendig ist, dass die Deutsche Burschenschaft nur Deutsche aufnimmt. Dadurch stellte sich im Prinzip die Frage, wer als Deutscher zu verstehen ist. Nun könnte man sich das ja ganz einfach machen, indem man sagt, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das ist jedoch nicht die Auffassung des Rechtsausschusses, sondern sie sind der Auffassung, dass die Staatsangehörigkeit allenfalls ein Indiz sein könne, aber nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ginge auch gar nicht, weil die Deutsche Burschenschaft hat ja seit 1971 eine ganze Reihe von österreichischen Bünden und die haben ja auch keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ja, das Rechtsgutachten kommt dann zu dem Ergebnis, dass Personen, ich zitiere das, mit mehrheitlich außereuropäischen Vorfahren unter Hinweis auf die Abstammungsgemeinschaft eines Volkes keine Angehörigen des deutschen Volkes sind. Und da eben besagtes Mitglied chinesische Eltern hat, das wurde dann daraus abgeleitet, könne quasi der junge Mann, obwohl er die deutsche Staatsangehörigkeit hat, nicht als Deutscher im Sinne dieser Definition angesehen werden. Würden Sie diese Entwicklung zur Identifizierung von Nichtdeutschen anhand von Abstammung oder gar physiognomischen Merkmalen als Schritt hin zu einem offenen Rassismus in den Burschenschaften bezeichnen oder ist das dann doch zu weit gegriffen? Das ist ein Schritt hin zum offenen Rassismus. Also wenn man sich die Begründungen anschaut des Antrags, den diese Bonner Burschenschaft gestellt hat auf Ausschluss der Mannheimer Burschenschaft, dann ist das Rassismus pur. Also selbst in der öffentlichen Fassung noch, aber wenn man sich die interne Fassung anguckt vom April diesen Jahres, also da sind wirklich Formulierungen, da wird man doch erinnert an die rassekundlichen Vorstellungen der Nationalsozialisten, wenn dort behauptet wird, es sei eine unbestrittene Tatsache, dass seelische Eigenschaften der Vererbung unterliegen und dass deshalb sich in anthropologischer Hinsicht verschieden beschaffenen Menschengruppen mit einer gleichartigen Umwelt völlig unterschiedlich auseinandersetzen würden,
Und daraus wird dann im Grunde genommen abgeleitet, dass wenn der burschenschaftliche Volkstumsbegriff an kulturelle Gesichtspunkte anknüpft, die Kultur aber das Produkt eines bestimmten anthropologischen Typus ist, dann kann Volksangehöriger als aktiver Träger dieser Kultur sein, nur wer überwiegend diesem Typus angehöre. Und dann geht das im Prinzip weiter, dass damit tatsächlich also auf physische Äußerlichkeiten Bezug genommen wird. Ist das jetzt, wie es jetzt auch vielfach thematisiert wurde in den Medien, tatsächlich eine neue Entwicklung innerhalb dieses Dachverbands Deutsche Burschenschaft, oder hat diese Debatte innerhalb des Dachverbandes eine längere Geschichte schon? Also letztendlich entstehen solche Dinge natürlich nie irgendwie aus dem Augenblick heraus, sondern das ist Ausdruck einer längeren Entwicklung in dem Dachverband Deutsche Burschenschaft. Es hat dennoch eine neue Qualität, insofern als das ja hier auch explizit gefordert worden ist, diese Abstammungsdefinition mit in die Satzung aufzunehmen, sie damit explizit zu machen und das Rechtsgutachten ganz klar formuliert, dass in ganz bestimmten Fällen bei Bewerbern eine Überprüfung zu erfolgen habe, also ob diese Bewerber Deutsche im Sinne der eigenen Definition sind. Das gab es so explizit vorher nicht. Aber vorher war eine Debatte auf jeden Fall um solche Themen auch da. Solche Themen sind immer wieder diskutiert worden, selbstverständlich im Zusammenhang mit der Aufnahme der österreichischen Bünde, auch im Zusammenhang mit der Frage, was denn als das deutsche Vaterland zu definieren sei. Das spielte immer eine Rolle, aber quasi in dieser Zuspitzung mit dieser rassistischen, wirklich ganz stark rassistischen Konnotation ist das neu. Rechnen Sie jetzt dann damit, dass infolge dieser neuen Qualität eines offenen Rassismus gar innerhalb des Dachverbands Deutsche Burschenschaften es zu einer weiteren Spaltung zwischen ultrarechten und konservativ bis liberalen Verbindungen kommen wird? Oder wird der Dachverband einfach so weiter bestehen und da werden sich die Wogen wieder glätten? Also eine Spaltung liegt meines Erachtens durchaus im Bereich des Möglichen. Also diese besagten Anträge sind jetzt ja zurückgezogen worden unter dem öffentlichen Druck meines Erachtens. Es ist ja vorher gar nicht diskutiert worden, jedenfalls nicht öffentlich diskutiert worden. Und erst quasi nachdem die Spiegelveröffentlichung kam, hat ja ganz offenkundig eine sehr intensive Debatte eingesetzt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, inwieweit diejenigen, die das forcieren wollen, sagen, gut, wir haben an dieser Stelle verloren und damit beugen wir uns diesem Mehrheitsvotum, wobei muss man in Anführungszeichen sagen, es hat ja keine Abstimmung gegeben, oder ob die nicht eher sagen, wir versuchen das quasi einfach erneut. Das hat jetzt diesmal so nicht funktioniert, aber das machen wir dann beim nächsten Mal anders. Die Erfahrung zeigt, dass die Rechtsextremen innerhalb des Verbandes sehr, sehr beharrlich waren, wenn es darum ging, die eigenen Ziele zu verfolgen. Also der Beschluss, österreichische Bünde aufzunehmen, war auch etwas, was nicht von heute auf morgen funktioniert hat. Da gab es noch 1961 eine sehr klare Ablehnung. 10 Jahre später war das dann durchgesetzt. Wenn wir jetzt zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, haben dann Burschenschaften und studentische Verbindungen in einer solchen extrem konservativen bis rechtsextremen Form wie der Dachverband Deutsche Burschenschaft überhaupt noch eine Zukunft unter den Zeichen unserer aktuellen Entwicklung der Zeit, der Postmoderne? Gibt es da überhaupt noch eine Zukunft für so etwas? Ja, das hängt von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung ab. Also je offener und pluraler und demokratischer die Gesellschaft ist, umso weniger hat natürlich ein Dachverband wie die Deutsche Burschenschaft eine Chance. Je abgeschlossener, weniger liberal, weniger demokratisch sich die Gesellschaft entwickelt, umso attraktiver können solche Vereinigungen sein. Das vermag ich nicht vorauszusagen. Was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass wenn man den allgemeinen Trend, die allgemeine Tendenz betrachtet, dann haben natürlich Studentenverbände, die beispielsweise eine Öffnung hin zu anderen europäischen Gruppierungen vornehmen, eine größere Chance, auch in Zukunft mitgliederstark zu sein, als diejenigen, die für absolute Abschottung plädieren.